Kilian Wenger, gehen Sie aus Ihrem aktiven Schwingen etwa diese Sportanlässe besuchen? Wir waren im Trainingslager heute oder einfach den ganzen Tag hier trainiert. Und ja, sonst, wenn ich nicht eigentlich eine Wettkampfsaison bin, gehe ich schon etwa die noch Sportanlässe. Ja, sind Sie auch schon mal Schwingematch gewesen? Also, es ist erst das zweite Mal, wo ich Ringen schauen kann. Ich bin letztes Jahr auf den Finalmatch schauen, auf Willisau, wo jetzt hierher auf Hergiswil. Zuschauer, liebe Fans und Brüder, Hergiswil und Umgebung, recht herzlich willkommen hier in der Steinachterhalle in Hergiswil zum alles entscheidenden dritten Finalgang zwischen der Ringerin Hergiswil und der Ringer Stadtbund. Gratuliert mir 5 Punkte.
Gefühl? Der Sieg hier also nicht verpasst, aber haben ihn nicht können holen. An was ist euch das genau gelegen? Es ist natürlich wirklich schade, dass man jetzt das dritte Mal nacheinander Zweiter geworden ist, dass wir damals den Sieg nicht können heimfahren konnten. Hauchdünn um einen Punkt. Ich denke, es sind die Einzelpunkte, die es ausgemacht haben. Wir haben halt einfach zu viele Einzelpunkte abgegeben und haben den einen oder anderen Punkt nicht können machen. Das war halt am Schluss ein Ausschlaggebend. Schade, tolle Mannschaftsleistung, die haben gut gerungen. Krieser, eine sehr gute Mannschaft, ein würdiger Schweizer Meister. Aber Hergiswil hat es auch verdient. Markus, ich hatte das Gefühl, gehabt, dass sie das Ding und das Kieser und unten sind sie eher stärker gewesen, oder hat das getauscht? Nein, ich habe nicht das Gefühl, dass man das Krieser stärker gerungen hat. Das Krieser hat man vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt. In Krieser hatte Thomas Wieser das Glück gehabt, das er heute nicht hatte. Und ich denke, so die Einzelpunkte hätte man in Krieser halt können machen. Dort hat der Raffi können punkten, dort hat auch der Hodumarco können punkten. Und das war schlussendlich ausschlaggebend. Oh, Friedenspfeifer, oder was geht das für ein Symbol? Ja, ein bisschen rauchen, das ist immer gut. Nein. Jetzt ist die Saison durch. Und jetzt sind wir gleich am Boden, dass wir zwei Tore sind, natürlich feiern. Eins rauchen und eins nehmen. Das zweite ist gleich auch gut daran. Mal. Und jetzt seid ihr fest enttäuscht, wenn ihr zum dritten Mal knapp da den Sieg verpasst habt? Ja, ich denke, jetzt ist sicher eine kleine Enttäuschung, aber wir hatten gleich eine lange Saison gehabt, es war anstrengend gewesen, und eben, es ist dreimal jetzt ganz knapp gewesen. Jetzt ist es halt leider heute zugunsten von Krieser ausgegangen. Und ich denke, ja, zweite ist auch gut. Mal. Das hat halt nicht gelangt. Etwa zwei haben halt das 3-0, also haben die wichtigen Punkte nicht gehabt, oder? 6. Und ja, es war auch knapp gewesen. Wir haben von Anfang an gewusst, es wird ein harter Kampf. 50-50 und am Schluss ja, hat es nicht ganz gelangt. In der alten Turnhalle, fünf Hemmschwinger, der Winzel, Meistertitel. Heute oben haben wir einen ganz spannenden Kampf gesehen zwischen Krieser und Hergiswil. Der Glücklichere hat gewonnen und ich muss sagen, es ist auf beiden Seiten eine Top-Ringeleistung gebracht worden. Ich kann so in beiden Mannschaften nur ein Kränzchen wünschen. Aus Hergiswiler hätte ich natürlich viel lieber gesehen, wenn wir das Pünktchen, das winzige Pünktchen, das es noch gebraucht hat, gemacht hätten. Leider war es nicht. Und darum feiern wir heute gleich noch ein bisschen. Ich glaube, es ist ein toller Erfolg in Hergiswil. Das dritte Mal an der Schweizer Meisterschaft zweit wird und im dritten Mal so spitz den Meister verpasst.